Ich habe hier ganz komische Schweine in meiner Base, die sich aber doch anscheinend sehr wohl fühlen. Es gibt nämlich ein brandneues Clash of Clans Charity Event und das besteht aus Team Seas und Team Trees. Was bedeutet das? Team Trees bekommt diese schöne Deko, die wir jetzt hier gerade sehen, den Schweinepferch. Und Team Seas bekommt so ein Fass mit einer schwimmenden Gummiente drin. Wenn ihr beitreten möchtet, also entweder Team Seas oder Team Trees, dann scannt den passenden QR-Code und ihr bekommt natürlich dann auch die entsprechende Deko. Und dann geht es natürlich darum, welches Team farmt mehr Gold in Multiplayer-Kämpfen. Das Event geht bis zum 12. Dezember und insgesamt geht es natürlich darum, wo gehen die 100.000 Dollar hin, zu welcher wohltätigen Veranstaltung. Also eher etwas, was mit den Meeren zu tun hat oder natürlich etwas mit Bäumen. Es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Event. Jeden Tag wird dann geguckt, welches Team gerade vorne liegt, aber ihr bekommt nicht nur die Deko. Nein, im Laufe des Events gibt es auch noch weitere Sachen, die ihr bekommt. Könnt. Weitere News natürlich hier bei mir auf dem Kanal, also gerne den QR-Code scannen und dann könnt ihr einem der beiden Teams beitreten. Ich bin auf jeden Fall Team Trees. Was ist mit euch? Schreibt es in die Kommentare, scannt den QR-Code und dann viel Spaß mit eurer Deko.